Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung bzw. zu einer Produktvorstellung einer Neuauflage eines bestehenden Systems bzw. schon bekannten Systems. Es ist die Ocean Motion der Firma Seawater Engineering und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, Dankeschön fürs Dranbleiben und gehen wir dann auch direkt in Medias Res. Was stellt man sich unter der Ocean Motion vor? Die Ocean Motion ist eine Dreheinheit, die unsere Pumpen in einem Radius von bis zu 270 Grad im Becken bewegen kann. Also sprich, wir haben ja so grundsätzlich das Problem, dass unsere Pumpen in irgendeiner Form starr sind und dass wir sie ausrichten und hoffen, dass das dann alles erreicht. Mit der Ocean Motion ist das Ganze hier passé und ich kann da auch dementsprechend hier vom Matthias Kraus berichten. Der hat diese Geräte schon etwas länger im Einsatz, schon seit einigen Wochen. Der hatte im Vorfeld, ich glaube, 8 Pumpen hat er gesagt, damit er alles beströmen kann. Jetzt arbeitet er nur noch mit 2 und 2 Pumpen jeweils an diesen Geräten dran. Ihr seht, hier ist einiges aufgefahren, was notwendig ist, um diese Gerätschaften, ich sag's mal, ins Wasser zu bringen. Es ist so ein kleines bisschen wie ein Bausatz. Unter anderem habt ihr hier den WLAN-Controller. Dieser Controller gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier ist er für 2 Einheiten, den gibt es für 4 und für 8. Was wichtig ist, dieser Controller wird offiziell geliefert als Bausatz und bedeutet, ihr müsst innen drin noch 2 Kabel anschließen, einmal Plus, einmal Minus. Ist ausführlich beschrieben in dieser guten Bedienungsanleitung. Also hier steht im Prinzip alles drin, was wichtig ist. Es ist alles sauber erklärt, sehr umfangreich, muss ich auch echt sagen. Wirklich gut gemacht und ihr seht, wir haben einige Gerätschaften hier geliefert. Wird, wie gesagt, einmal der Controller, den sucht man sich im Vorfeld aus für die Anzahl der Pumpen, die man braucht. Dann haben wir die Möglichkeit, 2 verschiedene Kabellängen auszusuchen. Das hier ist einmal die Kabellänge, also sprich die Dreheinheit mit der Beckenhalterung für Poolbecken und Kabellänge 2 Meter. Und hier haben wir einmal die Kabellänge 5 Meter. So, dann müsst ihr euch natürlich im Vorfeld aussuchen. Einmal haben wir hier die, wie gesagt, schon die Halterung für die Poolbecken. Da gibt es 2 verschiedene Größen. Da einmal, ich glaube, bis 15 mm und einmal ab 15 mm. Das ist die Größe hier ab 15 mm. Und gibt aber dementsprechend, blende ich euch auch noch ein, die verschiedenen anderen Möglichkeiten. Also es ist im Prinzip universell einsetzbar. Man muss sich dann bei eben auf der Website das Ganze anschauen und gucken, was man braucht. Dann habe ich weiterhin hier einmal die Doppelmuffen. Diese Doppelmuffe kommt einmal hier so drauf. Die wird dann anschließend mit einer Schraube gesichert, mit einer Kunststoffschraube. Dann kommt anschließend hier dieses Rohr rein. Ihr hört, Servomotor, kommen wir auch gleich zu. Die Länge des Rohres muss ich dann natürlich individuell auf meine Bedürfnisse einkürzen. Und dann haben wir hier die Pumpenhalterung für die Aquamedic Smart Drift. Es gibt auch noch zig andere Pumpenhalter, blende ich euch auch mit mal kurz ein, das Sortiment bzw. die Namen, die schon verfügbar sind. Sollte eure Pumpe da nicht dabei sein, schreibt den Hersteller an, da lässt sich garantiert was machen. Ihr seht aber auch, dass hier diese Sachen 3D gedruckt sind, das heißt also, das Gehäuse ist 3D gedruckt, der Controller ist 3D gedruckt, also sprich das Gehäuse davon und alles aus dem 3D-Drucker, so wie es ausschaut. Und somit ist es auch, ich sage mal, relativ zügig Material nachzuarbeiten. Ja, weiter geht's im Text. Dann haben wir das Netzteil, ein 5 Volt Meanwell Netzteil, finde ich sehr, sehr gut. Meanwell kenne ich ja auch von den Aquabee-Pumpen her. Sehr, sehr hohe Qualität, absolut genial.
Bei den größeren Geräten, also sprich, wenn man einen 4er oder einen 8er hat, habt ihr natürlich auch ein größeres Netzteil, aber auch der Firma Minuel. So, dann haben wir noch jede Menge Kleinzeug und Zubehör. Einmal die Aufnahme, die hier unten drauf kommen würde. Ihr seht aber hier diese Stifte, die ich jetzt noch habe. Das ist jetzt pumpenspezifisch bei mir, weil ich meine Pumpe im Prinzip hier nur einspannen kann und sie ist starr. Ich möchte aber einen kleinen Winkel nach oben haben. Somit kann man sich diese Winkel mitbestellen. Das ist zum Beispiel ein 10 Grad Winkel. Das hier ist ein 5 Grad Winkel. Der wird im Prinzip hier aufgesetzt. Das geht ein bisschen schwerer. Schön. So muss das sein. Dann kommt die Halterung drauf und dann die Puffer. Das machen wir jetzt gleich. Und anschließend die Pumpenhalterung davor. So sieht es erstmal grob aus. Was haben wir noch? Wir haben einen Klettstreifen für die Befestigung des Controllers. Beim Controller ist wichtig, der muss in einem Bereich aufgehangen sein oder positioniert sein, wo keine Feuchtigkeit ist. Also nicht im Technikbeckenbereich. Da darf er nicht sein, der ist hier oben offen. Ganz wichtig. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze per Schraube an die Wand zu bringen oder wie gesagt hier mit dem entsprechenden Klettband. So, dann haben wir eine ganze Menge an Schrauben und Zubehör. Wie gesagt, es ist so ein kleines bisschen wie ein Bausatz, aber ich finde das auch nicht schlimm. So, dann haben wir hier einmal einen Kabelschutz. Den brauchen wir nachher, wenn wir die Pumpe installiert haben. Und dann kippt man das Ganze mal aus. Hier sind Kabelbinder dabei, sehr schön, damit auch alles befestigt werden kann. Dann haben wir dieses Döschen hier, das ist der PVC-Kleber. Damit wir den auftragen können, ist auch ein kleiner Pinsel dabei. Sehr schön. Also damit werden anschließend die Teile, wenn ich alles auf Länge habe und auf Position habe, werden die Teile damit eingestrichen und somit fest miteinander verklebt. Sollte ich dann wieder eine Änderung haben, muss ich dann dementsprechend tatsächlich hingehen und diese Einheit mir dann neu organisieren. Ich wüsste nämlich nicht, ob der PVC-Kleber zu lösen ist. So, dann haben wir hier jede Menge blaue Teile. Das sind die Vibrationsdämpfer für unsere Pumpen. Je nach Pumpenhalterung sind sie dabei oder auch nicht. Hier bei der Pumpe sind sie dabei. Um nochmal kurz auf diesen Winkel zurückzukommen. Ich habe hier unten einen 5 Grad Winkel dran. Jetzt, weil meine Pumpen ja starr sind, die haben kein Drehgelenk drin. Und die gibt es in 5 Grad und in 10 Grad. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Turnzepumpe, wie zum Beispiel hier oben habe, die hat ja einen frei beweglichen Körper. Also wirklich die komplette Halterung von Tunze wird im Prinzip auf so eine Platte draufgesetzt. Und vorne die Pumpe kann ich dann dementsprechend noch bewegen. Das geht bei diesen Pumpen hier nicht. Somit nehme ich hier diese Winkel, damit ich mir den entsprechenden Winkel dann einstellen kann. So, Vibrationsdämpfer, die werden einfach dann hier reingeklickt mit ein kleines bisschen Druck. Und dann hält das auch schon. So, und dann nehmen wir uns den 5 Grad. Wichtig an der ganzen Sache ist, waagerecht, beziehungsweise das Loch muss in 90 Grad Stellung sein zur Dreheinheit. Das ist die Nullstellung. Das heißt also, wenn ich die jetzt hier unten aufsetze, so muss das Ganze dann dementsprechend aussehen. Ich habe es noch ein kleines bisschen verdreht hier. Dann passt das nicht. So würde das dann aussehen und so müssten wir es dann auch verkleben. Damit das dann hält hier oben, haben wir einmal, wie gesagt, hier die Nylonschrauben mit einer Nylonmutter. Die kommen hier oben einfach durch, sind als Sicherung. Also die Muffe geht sehr straff hier oben auf die eigentliche Dreheinheit drauf. Das ist nur eine zusätzliche Sicherung, weil die Pumpen haben teilweise richtig viel Saft. Unter anderem gibt es diese Halterung auch für Panterei-Pumpen. Und ihr wisst, dass die sehr, sehr kräftig sind. So. So schaut es dann hier aus. Und gehen wir nochmal kurz auf die Halterung hier oben ein. Ihr seht, nehmen wir das mal ab. Ihr seht, wir haben hier Bohrungen auf der Seite und auf der Seite. Das ist relativ praktisch. Ich habe mich schon gewundert, beziehungsweise gefragt, ja, wie kriegst du das bei dir an deinem Becken auf die andere Seite? Weil das ist ja schon ein Stück und diesen Platz zur Wand muss man haben. So, wenn man diesen Platz nicht hat, dann gehe ich hin und schraube das Ganze einfach innen drin.
Moment. So, dann kann ich die nämlich von innen anziehen. Und einen Moment da. Ihr seht, da kommen sie raus. Und da kann ich dann dementsprechend das aufs Becken aufsetzen und von innen verschrauben. So werde ich es auch definitiv bei mir montieren. Und dann ist das Ganze sauber montiert. Gut. Gehen wir gleich noch mal kurz auf die Einheit hier ein. Ja, zu der eigentlichen Dreheinheit selber. Wie gesagt, ihr seht, alle Teile hier, bis auf die Rohre, sind aus dem 3D-Drucker. Finde ich soweit okay. Das verwendete Material ist PLA. Es ist auch geprüft, dass es nichts abgibt. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir haben hier oben drin verbaut einen Servomotor mit einer Stellkraft von bis zu 20 Kilo. Und das Ganze ist hier unten kugelgelagert, allerdings nicht mit normalen Standardkugeln. Da unten sind Plastiklager drin mit Glaskugeln. Da sitzen jeweils zwei Lager drin, damit wir auch keine dementsprechend Verwindungen darin haben. Finde ich schon mal sehr gut. Es ist darauf geachtet worden, dass halt keine Oxidation stattfinden kann. Wie gesagt, das Gehäuse an sich, alles ist spritzwassergeschützt. So. Ihr seht, ich habe das Ganze hier jetzt schon eingekürzt. Hatte ich euch gerade eben nicht gesagt, aber egal. Ich muss das Ganze jetzt erstmal zusammenkleben und dann gehen wir uns an die restlichen Teile hier dran. So, jetzt ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen, beziehungsweise mir aufgefallen. Ich habe mir ja, wo habe ich es? Versteckt. Weg. Whisky Echo Charlie Hotel. Achtung, das halbe Leben, mein Chaos, der Rest davon. Die erste Einheit, die habe ich fertig, die ist fertig verklebt. Und wunderbar, können wir dann so lassen. Jetzt sagte mir dieser 10 Grad Winkel hier, den stecke ich jetzt mal nur provisorisch auf, nicht so ganz zu. Wenn ich den, man kann ihn einmal falsch rum, Nase. Ich wollte ihn natürlich andersrum haben. So. So. Ist mir im Moment zu steil. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob das jetzt hier wirklich in Ordnung ist, um das testen zu können, gibt's einen kleinen Trick. Hier, das geht hier, also das Winkelstück geht relativ straff drauf, aber die Pumpe an sich, beziehungsweise der Halter an sich, ist relativ schwach, sage ich jetzt mal. Da ist mir gerade eingefallen, da könnt ihr mit Teflonband hingehen. Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Teflonband, ziehe das zwei, dreimal da drum, um das Ganze etwas enger zu machen. Und dann kann man das zumindest vorübergehend erst einmal testen, wie man das gerne hätte. So, Teflonband drum, draufdrücken und dann ist es erstmal zum Testen fest. Das gleiche kann ich natürlich auch mit dem Halter machen, um zu gucken, passt das bei mir. Und wenn das passt, kann ich es dann immer noch wieder ohne Probleme rausnehmen, das Teflonband abziehen hier und dann anschließend das Ganze verkleben. Wichtig beim Verkleben ist natürlich auch, dass ihr darauf achtet, hatte ich eben glaube ich schon mal gesagt, dass die Nullstellung, also sprich, dass die Schraube hier im 90 Grad Winkel zur eigentlichen zur Mover steht, weil ansonsten das hier nicht zueinander passt. Unten das könnt ihr immer noch drehen, das ist ja nicht weiter schlimm, aber die Halterung muss natürlich im richtigen Winkel aufgesetzt werden. Ansonsten passt das anschließend mit den Einheiten nicht, beziehungsweise mit den Einstellungen im Webserver. Da kommen wir dann gleich zu. Ich montiere jetzt erstmal eine Einheit, um euch das Ganze zu zeigen und dann sehen wir weiter.